Mein Rechner scheint auch ganz gut zu tun zu haben in der ganzen Sache hier heute mit der Hitze. Ich höre das erste Mal den Lüfter, obwohl ich Kopfohrenstecker, naja, in den Ohren habe. Sonst nie passiert. Wäre auch seltsam, wenn er das mal eben so cool wegstecken würde. So. Oh, ich glaube, ich muss mal den Crafting Table von oben holen. Der ist hier unten besser aufgehoben. Ah, ich sollte nicht rückwärts gehen. Naja. Noch ist es ja nicht so gefährlich, sagte er und stürzte ab. Doch dann fiel ich ab. So, dann, hallo, kann ich mal vielleicht auf diese schönen Treppen hoch? Dann geht es nämlich schneller voran. Gib mir mein Crafting Table wieder, Jungs. Vorsichtig. Ich mag mich mit den Jungs momentan nicht anlegen, vielleicht, könnte das nämlich schlimm enden. So. Oh, das wird ja gar nicht mehr so viel hier. Also die Mossis verbrauche ich mal nicht. Ich lasse den mal hier. So. Ich höre Lava blubbern. Gar nicht gut. Gut, aber die FPS sind stabil, alles ist gut. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil ist doch sehr laut heute mein Rechner. Ja, wäre ja schön, wenn ich hier die Fenster aufmachen könnte. Das wäre. Sonst habe ich immer Fenster offen. Außer in letzter Zeit vormittags, weil ich ja oft nachts arbeite. Und dann vormittags noch ein bisschen schlafen möchte. Ist es natürlich unschön, weil wir haben hier unten, habe ich vielleicht schon mal erzählt, einen wunderschönen Kindergarten. Und dort haben die Eltern, dort haben die Kindergärtner den Kindern etwas ganz Gutes getan. Etwas Wunderschönes. Bobby Cars. Also wer jemals ungefähr gefühlte 20 Bobby Cars auf dem Boden rumrutschen hören hat, während er vielleicht noch mal ein Äuglein zumachen wollte, der hasst die Dinger. Und ich frage mich hier sowieso, was die hier mit den Kindern machen da unten. Also ich habe Kinder noch nie so oft plärren gehört, so und vor allen Dingen so qualhaft irgendwie. Die rufen da nach ihrer Mama und so weiter und so fort. Also irgendwas ist mit diesem Kindergarten nicht in Ordnung. Ich sag ja nur. So, so langsam wird es gefährlich. Nicht nur langsam, es ist schon lange gefährlich. Ja, sicher. Und was hatte ich noch mal ge... Wow. Alter! Da schreit dieser blöde Zombie-Pigment mir ins Ohr. Oh, Alter. Ah ja, klasse. Wundervoll. Ah ja, aber wenigstens haben wir es wieder gekriegt. Krieg ich das hin? Stirbt mir fertig. Lautlos Zombie-Pigman. Sonst gibt's Haue. Das ist nichts für mich hier. Nichts für alten Mann, ey. No Nether for Old Man. Okay, also. Kriegen wir das noch? Geht das noch? Ich mag das überhaupt nicht hier. Soll ich das
jetzt wirklich tun? Ja. Dir bleibt nichts anderes übrig, als das zu tun, Kollege. Du hast es angefangen. Du wirst es auch beenden müssen. Ja, manchmal frage ich mich ja, warum ich mir das antue. Gucke mal. Und da sind wir schon. Ist das widerlich. Dann auf diesen blöden Treppen. So, sind wir denn wirklich auf der 53? Ja, wir sind auf der Höhe 53. Und Koordinate 31. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, und jetzt nur noch... Alter... Wo ist nicht von der Schleichentaste runterkommen? So, ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Ich bringe uns mal hier hoch. Den baue ich wieder ab. Der steht dann nämlich im Weg. Ich würde ja hier am liebsten einen Ausgang rausbauen. Ayo, Mutterliebender. So. Ich weiß, der ist nicht neu. Gut. Genau, ob das so gut ist. Wie wollte ich das nochmal machen? Das ist doch falsch da oben. Boah, riesen Höhenwarnung mal wieder. Weißt du was? Machen wir das doch so. Ich meine, das lässt sich ja hier sowieso nicht vernünftig abschließen. Dann mache ich das doch so einmal. Alter. So. Wie habe ich das eigentlich da oben gemacht? Ich muss mal kurz hier... Ach ja, hier habe ich immer solche Balken zwischengezogen. Ah, wie süß, ein kleines Zombie. So. Dann machen wir das hier natürlich auch. Ja, das hat auch funktioniert. So, wow! Alter! Ja, das ist natürlich sehr klug. Nicht... Fluch macht klug, ne? So, dann würde ich sagen, Schnauze. Boah, ist das laut hier. Jetzt sind die alle hier. Die ganzen Zombie-Männer. Und alle sind wild darauf aus, dass sie meine Spitzhacke irgendwann abkriegen.
damit sie mich schlachten können. So. Ich sag jetzt mal fei gar nichts. Wenn ihr mich schubst, dann gibt es mal sowas von Ärger. Ja, ich denke, das kann man anbieten. Jetzt bin ich froh, wenn wir wieder oben sind. Beim schönen Bokeln. Und fröhliches Haha hören. Anstatt Grunz, Grunz und Drachenlord und hast du nicht gesehen und Pipapo. Hast du nicht gesehen und Pipapo ist ganz schlimm. So. Ach, guck mal, da sind wir schon fast da. Ich wollte gerade sagen, fertig. Ich bin fertig und zwar total. So schlimm ist es nun auch nicht. Oh. Tja. Wie schön, dass ich hier so einen Eingang gelassen habe. In weiser Voraussicht. Kann man eigentlich immer noch von Treppenstufen runterschleichen, also ungewollterweise. Ach, wie oft hat mich das Leben gekostet, wenn ich Dächer gebaut habe. Ich kann mich da noch an den Bau eines Leuchtturms erinnern, wo es mich mal sauber irgendwie ein paar zig Felder nach unten befördert hat. Du verkackter Zombie-Fleischmann, geh weg hier. Ich schmeiß dich von der Klippe. Ah. Könntest du bitte mal da runterfallen? Ich wollte doch einfach nur, dass du runterfällst. Nee, die stellen sich regelrecht an, um von mir mit der Spitzhacke gehauen zu werden, um mich dann auseinanderzunehmen. Das ist wahrscheinlich Sinn und Zweck der ganzen Sache. Hau ab! Blöde Fleischklopse. Ja, jetzt stellt er sich genau auf den Platz, wo ich bauen will. Bescheuertes Ding. Gut. Nee, gar nicht so bescheuert. Wahrscheinlich dürfen die mich gar nicht angreifen, es sei denn, ich tue ihnen was. Und weißt du, das ist so eine Abmachung zwischen ihnen und dem Gott von Minecraft. Wenn sie es fertig kriegen, dass ich sie mit der Spitzhacke haue, dürfen sie mich töten. So. Schon wieder so eine fette Fliege irgendwo. Das höre ich noch durch den Lärm der Zombie-Pigman durch. So. Das waren 1, 2, 3, 4, 5. War das so? Moment mal. 1, 2. Oh, Alter. 5, ja. 2, 3, 4, 5. Hier müsste es sein. Dieses Gegrunze. 1, 2, 3. Sollte ich das offen lassen?
4. Und dann hier 5. Ich mach das mal kurz hier zu. Und der Rest kann dann mit Fensterscheiben zugemacht werden. Haben wir denn noch Fensterscheiben dabei? Natürlich haben wir die dabei. Hey jo. Mutterliebender. So, kriegen wir das denn? 1. 2. Ah. Ach, das kriegen wir sowieso. So. Wonderful. Dann jetzt noch die andere Seite. Upsi. Ich hoffe, den Rülpser kriege ich rausgeschnitten. So. So. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das jetzt? Ich könnte ja hier ein bisschen was raushauen. Das sieht gut aus. Sieht sogar ein bisschen natürlich aus, das Ganze. Boah, Alter, was für ein Lärm. 2. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Warte mal. Ja. Materialverschwendung. Und der Rest mit Glas. Ein bisschen Glas muss sein. Okay. Hey, jetzt ist gar kein Gas mehr, da wie ich gerade nicht höre. So. Haben wir es jetzt. Haben wir eigentlich noch Fackeln? Wäre nämlich ganz vorteilhaft, hier auch mal ein bisschen auszuleuchten. Hau ab, du Viech. So sieht alles schon viel freundlicher aus. Hey, yo. Gut. Wir haben es soweit. Ja, da hier muss natürlich auch noch alles schön verkleistert werden. Also am besten wirklich erstmal hier die ganzen Gänge sicher und dann weiter im Text. Ja, das war es jetzt ja mit den Spitzhacken. Hatten wir nicht zwei gemacht? Ja, das ist gut. Natürlich keine Axt dabei. Ja, so macht das Spaß. Ein bisschen Gas muss sein. Da ist unsere Crafting Workbench und die stelle ich hier mal in die Tür. Das stört sie erstmal für eine Weile nicht. Hoffe ich. Bitte. So, dann mal los hier. So, das war jetzt extra so. Das Holz brauchen wir hier nicht. Das Holz. Und, muss ich es noch sagen? Holz, Maulgast! So. Verehrter Gast, könnten Sie bitte etwas still sein? Nö, denkt er gar nicht dran. Und das ist niemals eine Katze. Auch noch so Audio bearbeitet, das ist niemals eine Katze. Na, was mache ich denn da? Kann's mir auch nicht sagen. So, ich pack hier erstmal. Alter. Vielleicht sollte ich Feierabend machen, ich weiß es ja nicht.
Aber ich hätte eigentlich noch ein gerüttelt Maß Lust.